Ja, es gehört zur guten Tradition eines Pionierlabors, dass wir den Abend mit einem Vortrag abschließen, einem Vortrag eines Lehrtrainers. Und ich freue mich daher sehr, dass ich euch Olaf vorstellen darf. Lieber Olaf, schön, dass du bei uns bist. Du kommst gerade aus einer Selbsterfahrung, die du geleitet hast, in der es ganz viel auch um deine Rolle als Lernregisseur dieser Selbsterfahrung geht. Du bist also mittendrin im Thema und ich sage gleich noch ein bisschen was zu dem, was du sagen wirst. Ich habe mal so überlegt, was mich mit Olaf verbindet. Ich habe mal drei Sachen rausgegriffen. Einmal verbindet uns, dass wir beide einen VW-Bus fahren. Dein VW-Bus ist deutlich zuverlässiger als meiner. Ich bleibe mit meinem ständig liegen. Und so sind wir uns tatsächlich vor kurzem in Südtirol auf der Autobahn begegnet. Olaf fuhr an mir vorbei und ich dachte, das ist doch Olaf. Und so haben wir uns auf der Autobahn-Raststätte dann getroffen. Das zweite Thema ist natürlich, dass uns das Thema Lernen, Lernkultur verbindet. Da haben wir gerade einen Podcast aufgezeichnet. Wenn ihr mal hören wollt, guckt mal rein oder hört mal rein, besser gesagt. Sind sicher auch Themen dabei, die wir heute anschneiden. Und uns verbindet natürlich die Zusammenarbeit am ISB in deiner Rolle als Lehrtrainer in unserem Curriculum Systemische Professionalität und Leadership, wo wir auch ganz viel denken, gerade über New Work und wie das eigentlich zusammenhängt mit unseren Themen am ISB. Da hat sich ganz vieles Schönes entwickelt. Du arbeitest und bist Berater, Coach, Supervisor, promovierter Sport- und Gesundheitswissenschaftler, Extrembergsteiger, Lernregisseur und, wie du dich gerne selbst bezeichnest, innovativer Bewahrer. Ja, und heute wirst du uns ein bisschen mitnehmen in dein Verständnis und deine Gedanken zu der Rolle des Lernregisseurs, zu der Rolle von Lernkultur und zu Lernen als Zukunftsfaktor, das haben wir heute Morgen schon angesprochen, und auch zu den damit verbundenen Herausforderungen. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass wir dir lauschen dürfen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke für die Bühne. Und wie du sagst, ich komme gerade aus einer Selbsterfahrung raus, eher Kammertheater. Und diese großen Bühnen sind doch eher ungewohnt für mich. Also bin mal gespannt, was so mit der ganzen Vorsortierung, die ich da geleistet habe, wie sie das besprechen, neu sortiert, so lange zu reden, mit so vielen Menschen. Spannend. Und danke für die Bühne auch, weil ich bin einer der jüngeren ISBler, jüngeren ISB-Trainer. Und das Thema Lernregie ist ja so ein grundureigenes Herzensthema des ISB schon seit 30, 35 Jahren. Freue mich über Podcast auch und jetzt hier das Thema nochmal neu in die Welt zu tragen, neu nochmal vielleicht zu konnotieren, auch so mein eigenes mit reinzugeben. Also was mich jetzt bewegt heute, was ich hier mitgeben möchte, sind Gedanken. Es ist kein Fahrplan über Lernregie und wie man Lernkultur gestaltet. Es ist kein Werkzeugkasten, sondern eher wie ein Essay, sage ich mal. Essayistisch, vorgehend, plätschernd und ich hoffe bei euch eher Gedanken anzustoßen und nicht jetzt hier was zu präsentieren, wie das dann so funktioniert. Also lasst die eigenen Gedanken ein bisschen laufen. Ich hoffe, da stößt das ein oder andere an. Vielleicht ist Bekanntes dabei, gerade für die ISBler hier. Glaube ich, ist viel Bekanntes dabei. Ist eine neue Sortierung. Vielleicht so Extrakte aus vielen Bekannten, was mir hilfreich ist als Lernregisseur. Und ich möchte ein bisschen genauer erzählen nachher, was ich unter Lernregie verstehe und warum mir das sehr hilfreich ist. Ich möchte euch auch noch ausrichten, so als Agenda. Da hilft mir der Titel für mein Referat hier ganz gut. Der Titel, ich bin gar nicht mehr sicher, woher kommt der? Habe ich den angenommen oder habe ich mit selbst? Ich bin gar nicht mehr sicher, so am Ende ko-kreativ entstanden. Dass mir der Titel eine Orientierung gibt und auch gerne euch eine Orientierung geben sollte. Ich beschäftige mich ja schon auch gerne, Thorsten, du hast schon angesprochen, mit all der Prophetik, was denn da so kommen wird. Prophetik sage ich, weil ich glaube, das ist schwer zu erfassen. Es wird bewegend sein, es wird groß sein, es wird schnell sein. Und habe da so ein paar Ideen dazu, möchte aber nicht zu sehr verfallen, selber in so eine semi-wissenschaftliche Prophetik. So, das wird es sein. Aber trotzdem so eine Idee zu geben, was kommt denn da, damit möchte ich enden. Werd so im Kern meines Vortrags auf die Lernregie selbst eingehen, möchte es mal beseelen mit dem, was ich darunter verstehe. Gibt sicher so ein paar Beispiele, ein paar kleine, aber werde auch nicht zu konkret werden, sondern eher fragmentarisch, so wie wir es kennen. Und möchte aber mit der Lernkultur beginnen, nochmal ein gemeinsames Verständnis schaffen hier. Wie gesagt, es wird Bekanntes dabei sein. Was verstehen wir denn überhaupt Lernkultur? Um am Ende Bedeutung darauf für Lernsysteme und was hat es mit der Zukunft zu tun? Ist es relevanter in Zukunft? Bleibt es relevant? Vielleicht auch nicht.
auch nochmal als Ausrichtung, da ich ja erstmal so mein Verständnis mit reingebe, denk doch mal mit, wie viel davon steckt auch in dir, wie viel Lernregisseurin, wie viel Lernregisseur. Und die Hypothese, die ich gleich vorweggebe, ihr könnt es euch denken, also ich behaupte einfach mal, es braucht für jedes Lernesystem und jede gesunde Lernkultur, braucht es Lernregie. Dürft ihr mich gerne nachher mal ein bisschen challengen, ob das wirklich so ist, denkt mal mit. Weil eben das Thema Lernregie doch ein grundsystemisches ist für mich und jetzt Thorsten, du hast schon einige Titel genannt, mit denen ich so assoziiert werden könnte. Ich habe trotzdem mal mitgeschrieben, für mich aufgeschrieben, als wer ich so unterwegs bin, war in den letzten Jahren. Und jetzt wahrscheinlich projiziert ja denn die Titel auch schon einiges rein und ist ja für mich dann wieder anspruchsvoll, auch auf die Projektionen zu, beispielsweise Therapeut, Mediator, Berater, wissenschaftlicher Berater in einem Reformprozess, heute sagt man es Transformation, Change Manager, das hat sowas von, ne, steuernd, Lehrtrainer inzwischen, Senior Consultant, Corporate Organizational Development, therapeutische Leitung, Führungskraft, Supervisor, Strategieberater. So, und das sind erstmal so Titel, Funktionen, mit denen ich gebucht werde. Und da wird es viel assoziiert, von euch vielleicht auch darauf oder von den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Aber ich selber muss ja auch gucken, wie steuere ich mich denn gut unter all diesen Titeln. Und was mir jetzt eben hilft, ist, so einen Überbegriff zu finden, Lernregie. Der hilft mir. Und ich hoffe, bei euch auch den einen oder anderen Lernregisseur, Regisseurin herauszukitzeln, den ihr dabei habt. Ist eine Rolle, es ist keine Funktion. Eine Rolle, die ich immer wieder rauspacken kann, neben allem anderen, was ich gerade genannt habe, wer ich so noch so bin. Genau, nehmt das mal mit, wir gucken am Ende nochmal drauf. Wichtig vielleicht auch nochmal, Thorsten, das hast du auch gerade mich eingeführt mit, ich komme aus dem Kammertheater gerade, eine kleine Werkstatt, wo Menschen zusammenkommen, um selbst mit sich in Kontakt zu kommen, in Beziehung zu anderen, Persönlichkeitsentwicklung. Dort durfte ich Regie führen, was mir sehr viel Freude bereitet. Ist aber was ganz anderes, als wenn wir in der Organisation schauen. Und ich möchte den Fokus jetzt die nächste halbe Stunde auf Organisationen setzen. Also nicht Menschen kommen zusammen und lernen für sich. Ich möchte mich weiterentwickeln, professionalisieren. Sondern Organisation heißt ja Verantwortungsgemeinschaften. Menschen arbeiten zusammen, lernen zusammen. Genau, und da einen Fokus drauf zu legen. Nicht dieses Persönlichkeitsentwickelnde. Wie angekündigt, starten mit der Lernkultur. Und ich greife mal so ein paar Hypothesen auf. Ihr kennt sie vielleicht auch schon in Anteilen, aber ich habe sie ein bisschen umgemünzt und nochmal auf Lernen. Hypothese, wenn wir auf Systeme schauen, Organisationen, Unternehmungen, dass man mit Kultur das Beste in jedem Einzelnen herauskitzeln kann, das Beste in jedem fördern kann und mit dem Besten des anderen auch verknüpfen kann. Also unter dem Aspekt Kultur schaffen wir es, das Beste aus jedem zu fördern. Kultur braucht Beachtung oder Pflege, wenn man so möchte, speziell in Initialphasen, Anfangsphasen, Veränderungsphasen, Entwicklungsphasen. Pflege mag Beachtung heißen und wie genau, dann schauen wir später nochmal. Kultur braucht Ordnung und Rahmen, es braucht irgendwie eine Klarheit, Richtung, aber es braucht auch Freiraum und Spielraum. Und einen Satz, klar, kennt ihr aus dem ISB, mit einem der Kernsätze, Kultur kann nur durch Kultur initiiert werden. Und deswegen möchte ich mal Fokus setzen, wir als Lernregisseure, Regisseurinnen sind ja Kulturtreibende und ich glaube ganz wesentliche Kulturtreibende, um Kultur zu erzeugen. Nochmal ein Versuch einer Definition. Jetzt ist mal die Frage, ich habe einen guten Partner, der ist Kulturanthropologe, da versteht er was ganz anderes drunter. Kulturschaffende aus Theater, Kino, Musik, verstehen was anderes drunter. Also lasst uns mal in Organisationen gucken und da hat der Bernd, finde ich, eine schöne Definition, die mich sehr anspricht. Zum Thema Kultur. Ich münze es ein bisschen um, deswegen frei nach Bernd. Lernkultur, also auf den Fokus mal Lernen gerichtet. Lernkultur meint die gelebten Antworten auf Fragen des gemeinsamen Lernens. Und mir gefällt ihm dieses Antworten auf Fragen, also gelebte Antworten, das muss sichtbar werden. Was wird denn sichtbar, wenn ich in die Organisation gehe und gucke, wie lernt man denn da? Also was wird denn da tatsächlich beantwortet? Bezogen auf eine Verantwortungsgemeinschaft, die gemeinsam lernen. Und so die letzten beiden Punkte, so Leistungserbringung, Lebensqualität, das sind so die Kernpfeiler meiner Arbeit grundsätzlich. Es geht immer darum, dass Menschen in Organisationen leistungsfähig sind, wirksam sind und dass sie dabei gesund bleiben. Also dass sie psychisch gesund bleiben, physisch gesund bleiben, sozial gesund bleiben. Und diese Grundpfeiler mal so als Basis eben mit kulturell
als gelebte Antworten auf Fragen bezüglich Lernen. Welche Fragen gilt es denn da zu beantworten, wenn es um Lernkultur geht? Was gilt es denn überhaupt zu lernen, um leistungsfähig zu bleiben, um zukünftig auch wirksam zu sein? Da verändert sich auf dem Markt etwas, die Dinge verändern sich, es gibt neue Herausforderungen, im Team verändern wir uns, in der Verantwortungsgemeinschaft verändern wir uns. Also was müssen wir denn zukünftig weiter lernen? Was braucht es als nächstes? Wie kommen wir noch besser in Wirkung? Wie bleiben wir gut in Wirkung? Und vor allem, wie bleiben wir gesund dabei? Zahlt das, was gelernt werden will, zahlt es auch ein auf den gemeinschaftlichen Sinn, auf den Purpose, zahlt es ein auf die Strategie, auf das, was wir eben nachher leisten wollen? Und entspricht es auch der Neigung des Einzelnen? Das ist eben gerade dieses, es braucht Rahmen auf der einen Seite, aber auch Freiheit auf der anderen. Und das eben gut miteinander in Einklang zu bringen. Auch die Frage, wie kann neu erworbenes Wissen nachher gut inszeniert werden, in den Alltag überführt werden? So mal relevante Fragen, die mich als Lernregisseur, hoffentlich euch auch, in welchen Funktionen ihr auch unterwegs seid. Regieführung bitte, genau. Und ich möchte mal bei dem Punkt bleiben, also was muss denn gelernt werden, um leistungsfähig zu bleiben oder leistungsfähiger zu werden, also wirkungsvoller zu werden, mit welchem Purpose wir auch unterwegs sind, von gesellschaftlicher Ausrichtung oder eben in Bezug auf unser Produkt und wie bleiben wir gesund dabei. Kommt mir auch mal die Frage der Selbstorganisation, was immer wichtiger wird in den modernen Organisationen. Wir sind selbstorganisiert und entscheiden mehr selbst, was will ich denn lernen? Wie geht man damit gut um? Und jetzt gerade so in den 2010er Jahren, ich mache kurz mal so einen Sprung in die Schwarmintelligenz, kam vorhin schon ein paar Mal, die Menschen sollen doch bitte selber entscheiden, was sie brauchen. Lass sie doch selber mal machen. Mit diesem Glaubenssatz, wenn man die Menschen machen lässt, dann kommt schon auch das Richtige warum. Kennt ihr, gerade mit Schwarmintelligenz gibt es ja oft diese Urne, wo so Kugeln drin sind, dann laufen ganz viele vorbei, schätzen und die schätzen dann sehr genau. Das ist so ein Bild, was so 2010er Jahre dann um die Welt ging und das war so die Argumentation für, lasst die Leute selber machen und entscheiden, was sie wollen, um es ein bisschen pointiert überspitzt zu formulieren. Das gab es schon 1906, war das Cousin von Charles Darwin, egal, so Francis, wie auch immer, gelten, hat damals schon auf dem Markt Menschen schätzen zu lassen, wie das Schlachtgewicht eines Ochsen ist, hat schon damals erkannt, wenn man viele Menschen schätzen lässt, kommt es sehr genau rum. Warum auch immer das jetzt wieder aufkommt, finde ich total spannend, hat aber wiederum durch Folgestudien damals vor 100 Jahren schon herausgefunden, wenn man die Menschen kommunizieren lässt. Also es reicht nur, wenn ich ihnen sage, den Menschen sage, die anderen haben so geschätzt, wird der Schätzwert massiv falsch, geschweige denn, ich lasse sie auch wirklich miteinander reden. Also nicht nur, ich sage ihnen, was geschätzt wurde, sondern lasse sie miteinander reden und mal, jetzt reden wir miteinander in Organisationen. Und worauf möchte ich hinaus? Also das, natürlich sollen sie gerne bitte selber entscheiden, was ihre Neigungen sind und worauf es einzahlt. Aber in diese radikale Selbst, und das war ja oft so der Gedanke der letzten Jahre, in die radikale Selbstorganisation zu gehen, genau, führt eben zu falschen Schätzwerten. Also da wird eben auch viel Humbug getrieben. Worauf möchte ich hinaus? Eben auf diese Lernregie, dass es jemand braucht, der Kommunikation steuert, der Kommunikation leitet, der Gemeinschaftswirklichkeiten schafft. Wofür sind wir denn da? Was muss denn gelernt werden, um gemeinsam wirksam zu bleiben, gesund zu bleiben? Zwischen eben Rahmung, aber doch Freiraum zugleich. Und ich glaube, viele Organisationen, zumindest in meinem Erleben, haben teilweise ein bisschen stark übersteuert in lass doch mal machen. Und dann ging es schief und dann wieder radikal zurück. Okay, dann müssen wir es wieder hierarchisch lösen. Und ich glaube, dass wir jetzt eben, wir, ich spreche einmal von uns als Lernregisseurinnen, Lernregisseure, dann guten Einfluss darauf haben können, Gemeinschaftswirklichkeiten zu schaffen. Wer nimmt denn hier wie Einfluss aufeinander, macht Thematiken und da gut hinzugucken. Und da, guck mal zu dir rüber, Markus, ein kleines Beispiel, ein gelingendes Beispiel einer Organisation, die verkaufen, Markus darf ich jetzt nennen, oder? Haufe, die haben ja auch Lernen als Produkt, die Haufe Akademie, die sich selbst intern da eine ganz schöne KBV, Konzernbetriebsvereinbarung, gegeben haben. Also Betriebsrat und Arbeitgeber sitzen zusammen und handeln aus und du hast ja mitverhandelt. Also kannst du heute Abend ein paar Bier, wenn du noch Informationen rausgeben möchtest, verdienen über. Die haben gemeinsam verhandelt, dass
Lernen, also die Qualifizierungen, sollen bei den Menschen liegen. Lernt doch, was ihr wollt. Bisschen überspitzt formuliert. Lernt doch, was ihr wollt. Ihr seid selber Chef eures Lernens. Kulturell abgesichert über Lernregisseure, die dann schon gut prüfen, passt es denn auch zusammen, zahlt es denn ein. Wenn du Tomatenpflanzen lernen möchtest, dann sprech mit dem Chef nochmal, sprech mit deinem Team. Schau, dass du crossfunktional mal in die Gespräche gehst, um so abzusichern, dass es eben doch auch darauf einzahlt. Also wenn jemand mit dem 11. Englischkurs kommt und sagt, ja, eines Tages werde ich mal einen englischen Kunden haben, sitzen da auch welche, die dann sagen, 11. Englischkurs muss es jetzt nicht mehr sein. Also über eine Konzernbetriebsvereinbarung geregelt, Leute, ihr müsst selber wissen, wo eure Neigungen sind, wo es euch hinzieht, wo ihr euch hinentwickeln wollt, entscheidet selbst, aber kulturell gesichert, bitte sprecht auch miteinander, bevor ihr es tut. Kleines Praxisbeispiel dazu. Praxisbeispiel einer anderen Organisation, auch mal so ein kleines Blitzlicht da rein. Jung, wachsen, Startup Richtung Scale-Up, von 30 Richtung 300 groß gewachsen. Und die setzen ganz viele Selbstorganisationen, also Menschen, bitte entscheidet, wo ihr euch hinbewegen wollt, was ihr lernen wollt. Es gibt so ein Template und da trägt man alles ein, was einen so treibt und was einen bewegt. Und mit dem geht man in Austausch. Jeder hat sein eigenes Budget. Man kann so viel ausgeben, ja nicht, wie man möchte, ein begrenztes Budget für Ausbildung. Und man bucht auch selbst, aber eben kulturell auch wieder über Fürgespräche mit, anhand eben dieses Templates, auch mal in die Selbststeuerung zu gehen. Über PE gesteuert, also über Lernregisseure, wie ich es jetzt einfach mal nenne. Wir sind noch beim Titel, Stichwort Lernkultur. So mit dem Blick auf die kleinste Einheit der Lernkultur sind die Beziehungen der Lernenden selbst. Und da sind wir, ich spreche mal von uns als Lernregisseure, sofern ihr euch da schon ein bisschen angesprochen fühlt, sind die Profis in Beziehungsgestaltung, Wirklichkeitsabgleichen. Also da gut hinzugucken auf die Beziehungen der Lernenden. Adressaten sollten also Verantwortungsgemeinschaften sein. Und da nochmal ganz wichtig, auch ein Begriff des ISB, nicht Teams, starre Teams, und die arbeiten immer wieder zusammen. Das kann crossfunktional eine Reorganisationsverantwortungsgemeinschaft sein. Menschen, die an der Strategie arbeiten, aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Also da gut zu gucken, wer verteilt denn Verantwortung? Vertikal, horizontal, crossfunktional und nicht in Teams denken. Ganz relevant finde ich gerade, wenn es um Lernen geht. Wie lernen denn die miteinander? Weil oft lernt man ja gemeinsam im Team, im Bestandsteam, geht dann in ein Projekt rein, Reorganisation oder Ähnliches. Bei TUM vorhin waren ja schon so verschiedene Player mal in diesem Kästchen aufgezeichnet. Die gemeinsam da dort reingehen, wie lernen denn auch die zusammen? Neben wie lernen als Team. Genau, und deswegen noch diese, was ich vorhin schon mal angeteasert habe, Lerninszenierung als kulturprägende Maßnahme. Und ich glaube, da können wir ganz stark Kulturen prägen in dieser Funktion der Lernregie. Es braucht Orientierung, Lernregie bringt Orientierung, was das angeht. Ich glaube, also Thorsten, du hast da vorhin schon drüber gesprochen, ich fliege da jetzt eher drüber, so ein bisschen als kleines Zwischenfazit bezogen auf Lernkultur. Dass neue kulturelle Elemente auch täglich praktiziert werden müssen, in Verantwortungsgemeinschaften, nicht nur in Teams. Es braucht ein kritisches Maß an kulturbildenden Maßnahmen, tagtäglich immer wieder, um Kultur auch wirklich zu entwickeln. Viele von denen, die im Arbeitsalltag miteinander in Verantwortung stehen, sollen einbezogen werden. Es benötigt neue Elemente auf koordinierte Art und Weise. Koordinierte Art und Weise, wo wir da im Regie-Setting sind, jemand, der guckt drauf, wer tut denn gerade was mit wem und wie passt das denn alles zusammen. Und da auch die Frage, muss man PE und OE trennen? Nein, das gehört natürlich in den Verbund. Und da steige ich jetzt nicht tiefer ein, sonst würde ich Thorsten von heute Morgen nochmal wiederholen, mit ne, systemintelligent drauf zu gucken. Ja. Ich switche jetzt von Lernkultur mehr Richtung Lernregie. Und möchte noch mal ein bisschen beseelt erzählen, was ich dazu meine. Schon viel mit reingegeben, Lernregisseure als eine, nicht die kulturprägende Instanz. Jeder ist irgendwo kulturprägend, aber ich glaube, Lernregisseure und später mit Bedeutung in die Zukunft auf jeden Fall als sehr wesentlich prägende Instanzen, Persönlichkeiten. Und wenn ich jetzt als Lernregisseur, ich habe ja vorhin schon verschiedene Titel genannt, guckt mal auf euch selber, mit welchen Titeln ihr unterwegs seid,
die Projekte, die wir vorhin gehört haben, immer wenn etwas sich weiterentwickelt, wenn Menschen lernen, wenn Systeme lernen, sich gut die Frage zu stellen, die Fragen zu stellen, vorhin schon mal angeteasert, also ich gehe irgendwo rein, es verändert sich etwas und das Stück, das dort gespielt wird, heißt für mich erstmal Veränderung. Und dann ist es egal, ob es eine Strategieweiterentwicklung ist, ist es egal, ob es eine Teamentwicklungsmaßnahme ist, eine Reorganisation, eine Umstrukturierung, was auch immer. So das Stück, das gespielt wird, ich bleibe jetzt in der Theatermetapher, es klingelt schon hier und da an, was muss denn da gelernt werden? Dürfen die Protagonisten noch wirklich, was sie sollen? Wissen sie, was sie dürfen? Sprechen die Protagonisten überhaupt die gleiche Sprache? Und die Theatermetapher bietet sich da sehr an. Viele von euch, behaupte ich, kennen sie. Ich nutze sie viel und häufig erstmal für mich selbst in der Steuerung, im Verstehen, was passiert denn da gerade überhaupt? Und fokussiere jetzt mal als Lernregisseur so die ersten beiden Scheinwerfer um auf dieses Stück, alles rund um Veränderung. Kann einiges drinstehen, wie gesagt. Was ist die Story? Also was ist die Strategie, die dahinter steht? Haben alle das gleiche Verständnis dazu und haben Protagonisten auch die Reife, die Kompetenz dazu? Wissen sie, was zu tun ist? Also verstehen alle das Gleiche unter dem, was in der Story steht? Werden Stücke gerade für globale Bühnen vorbereitet, aber wir haben noch ein Kammertheater, in dem wir spielen können? Oder umgekehrt sind wir noch so im Kammertheaterstil, aber merken gar nicht, wie groß die Bühne geworden ist und müssen da auch irgendwie gucken, dass die Inszenierung dazu passt. Wie wird denn überhaupt inszeniert? Ich versuche es über ein paar Beispiele nochmal deutlich zu machen. Ich war immer mal wieder bei dem Begriff Strategieberatung und tauche mal ein in einen Strategieberatungsprozess, der jetzt gerade kürzlich begonnen hat. Mittelständler, Schwarzwälder, Hemsärmelig, die hatten vorher eine Strategie auf 10 Jahre, also 2022 war die Strategie, die vor 10 Jahren festgelegt wurde. Und die hat einen Strategieberater, 10-Jahres-Strategie, und jetzt sind sie gerade daran, das Ganze umzustülpen und wollen iterativer vorgehen und freuen sich über eine neue, moderne Lernregie. Ich darf damit reingehen. Und da jetzt gut zu fragen, haben denn alle die gleiche Vorstellung von dieser Inszenierung? Und es ist was ganz anderes jetzt. Da sitzen 12 Leute insgesamt und die 12 Leute wollen jetzt in die Strategie Entwicklung, aber auch Implementierung gehen. Entwicklung, Implementierung. Wir schreiben die Zukunft neu, wir finden sie neu und müssen sie aber ins Haus tragen. Und da gut hinzugucken, haben die alles gleiche Verständnis erstmal von Art und Weise, wie sie es inszenieren wollen. Mit dem Wissen auch, dass die Protagonisten alle fit sind, die machen schon lange Strategiearbeit. Und das auch mal gut in Einklang zu bringen, als Regisseur gut reinzugucken. Ich springe ein anderes Beispiel rein, um so ein paar Ideen zu geben. Nochmal, wie nutze ich die Theatermetapher? Olaf als Mediator, zwei Geschäftsleitende liegen sich in den Haaren seit Ewigkeiten, also richtig fies, und da darf ich mediieren. Und die Theatermetapher hilft mir jetzt ziemlich schnell herauszufiltern, wie schaffe ich es denn, sie in diesem Lernprozess aus diesem Konflikt rauszukommen, da zu unterstützen. Es wird ziemlich deutlich, das Drehbuch ist klar, Rollen sind gut verteilt, also alles stimmt bis auf die Inszenierung. Die Art und Weise, wie die sich selbst in der Geschäftsführung inszenieren, ist so unterschiedlich, dass sie immer wieder zusammenrattern. Also Theatermetapher als Beobachtungsinstrument für mich als Lernregisseur, ich gehe da kurz rein und darf unterstützen, schnell zu erkennen, wo passt denn nicht zusammen. Ja, oder auch, also die Frage ist natürlich auch, wie ich inszeniere. Noch ein anderes Beispiel. Lange Zeit mit dem Führungskreis gearbeitet, Führungskreis Teamentwicklung, hat total gut funktioniert. Dann ging es in die Geschäftsführung, auch wieder so ein bisschen strategisch weiterdenkend. Meine Art der Inszenierung mit denen zu arbeiten, hat so überhaupt nicht funktioniert, dass ich ziemlich schnell rausgeflogen bin. Also es ging ganz schön schnell. Also mit dem einen Personenkreis total gut funktioniert. Meine Inszenierung hat dort in deren Stück so überhaupt nicht reingepasst, dass die mich da hochkant wieder entlassen haben, so gesehen. Also auch das kann der, also muss auch für mich prüfen, passte meine Inszenierung zu denen, auch zu deren Bühne, zu deren Stück. Kann auch mal misslingen. Also nochmal eben Theatermetapher als Beobachtungsinstrument, schnell zu erfassen, Komplexität zu reduzieren, aber auch in der Sprache gemeinsam Bilder zu schaffen bei den Beteiligten. Immer so ein bisschen vorsichtig, wie benutze ich denn auch Inszenierung, wie benutze ich Stück, wie benutze ich Schauspieler, da muss ich mal gucken, dass ich die richtigen Begrifflichkeiten finde, aber trotzdem schaffe ich schnell, gemeinsame Bilder bei allen Beteiligten zu finden. Haben wir das gleiche Verständnis von der Strategie, von dem, was getan werden muss? Sind wir reif, sind wir fit genug dafür? Welche Protagonisten
passen denn wie zusammen? Wann muss mehr auf die Bühne gehen? Ja. Und darüber hinaus ist mir die Idee der Lernregie noch eine ganz wertvolle, neben der Theatermetapher, und zwar in Form der Haltung. Lernregie als eine grundsystemische Haltung als Regisseur und geht gerne ins Theater gedanklich, ist es ja wichtig, um eine gewisse Neutralität zu wahren. Es gibt so einen Glaubenssatz, begegnet mir immer wieder, Systemiker sind grundsystemisch, so grundneutral, jeder Systemiker hat eine komplette Neutralität. Begegnet mir, ich hoffe, hier nicht so sehr, würde vehement widersprechen, zumindest als Lernregisseur, dass ich mich sehr gut steuern kann in Neutralitäten. Also die Kunst ist es, und jetzt eben anhand eines Auftrages habe ich sehr wohl, oder nehme ich auch sehr wohl einen Auftrag an, die Menschen in eine Veränderung reinzubegleiten. Also ich bin nicht mehr veränderungsneutral, wenn ich den Auftrag annehme, aus einer alten Regieinszenierung in eine neue überzutreten, bin ich nicht mehr veränderungsneutral. Mir ist es daran gelegen, die Menschen weiter in eine neue Arbeit zu führen. Inhaltsneutral bin ich auch nicht mehr, wenn es darum geht, eben Menschen auch zu befähigen, Protagonisten zu befähigen, und ich habe was dabei, was eingekauft wird, dann gehe ich dort rein und präsentiere das, ich habe einen Inhalt dabei. Zielneutral wird es dann, wenn zum Beispiel wir wollen aus dem Konflikt raus in eine Zusammenarbeit und wir können uns die Zusammenarbeit so vorstellen, unterstützen uns dorthin zu kommen. Wichtig ist eben die Kompetenz, sich in diesen Neutralitäten zu steuern, und da hilft mir eben diese vier Neutralitäten helfen mir sehr gut zu prüfen, wann ist denn was dran. Neben diesen Neutralitäten finde ich nochmal den Mut und den Demut. Also Regisseure, denen es gelingt, mit einem großen Maß an Demut ihren Protagonisten zu begegnen und gut zu prüfen, was haben die denn schon alles dabei. Ich bleibe nochmal eben bei diesen 10 Jahren, haben die Strategiearbeit gemacht. Da muss ich erstmal ganz vorsichtig rangehen und gucken, wie tun die das dann bis hierhin schon. Würde ich übermütig reingehen, ich bin ja Strategieprofi, und liebe Leute, passt mal auf, wir machen das jetzt so, wird es wahrscheinlich auch ziemlich schnell nach hinten losgehen. Also erstmal vorsichtig hinterherlaufen, prüfen, wie tun sie es denn, und da mit Demut der Kompetenz der jeweiligen Einzelpersonen, der Leistung, die bisher geleistet wurde, und sehr demütig eben sich dem Ganzen anzunähern, dem Stück anzunähern, was auch immer da gerade inszeniert wird. Mutig zugleich, aber auch für sich zu wissen, diese Stücke, diese Bühnen, diese Inszenierung, die sind nicht für mich. Mutig für sich selbst gegenüber zu sagen, nee, da gehöre ich nicht hin. Aber auch mutig im Sinne von Irritation, und wenn da irgendwelche dysfunktionalen Dynamiken und die Leute arbeiten nicht gut, dann muss ich da schon noch gut mutig reingehen können. Jetzt weiß ich nicht, ob du eher jetzt so auf der demütigen Seite bist oder auf der übermütigen Seite bist. Also da das Spannungsfeld als Lernregisseur dabei zu haben, für sich immer wieder gut zu prüfen, wann ist denn auch was dran. Muss man so ein bisschen zu sortieren für mich. Also ich hatte ja eingangs gesagt, es ist ein grundsystemisches Verständnis, mich als Lernregisseur zu bezeichnen. Hoffe, euch damit auch ein Stück weit anzuregen, diese Rolle in sich zu wecken, ohne sich den Titel zu geben oder die Funktion. Heißt natürlich erstmal eine Haltung, sich zu üben, immer wieder gut reinzugehen, zu schauen, was wurde bisher gespielt, was können die Protagonisten, den Kontext zu verstehen, in welchen Bühnen sind wir unterwegs. Selbststeuerung als eine der Kernkompetenzen, und ich glaube, es wird schon noch deutlich, dass Lernregie ein hohes Maß an Kompetenz braucht. Und das, glaube ich, kann auch nicht jeder. Und sich dessen bewusst zu sein, für die Organisationen, die nachher einen Wert auf Lernregie legen, sich klar zu sein, das macht man nicht so nebenbei. Dazu braucht es viel. Nicht nur Handwerkzeug. Und ich habe es gerade noch das Bedürfnis, zum Thema Handwerkzeug ein Kompetenzset, Andreas Kannicht, auch ein Lehrtrainer der ersten, zweiten Stunde, zu zitieren. Wenn es jetzt um Methoden geht, der sagte, Methoden selbst erzählen, wie etwas geht, aber nicht, in welcher Form es sinnvoll ist, es einzusetzen. Also Methodenkompetenz alleine ist nichts. Also die Methode selber kann wissen, wofür sie gut ist, aber sie kann nicht wissen, wie sie einsetzbar ist. Also es braucht eine handlungsorientierende Instanz, die Lernregie. Oder andere, aber ich bleibe dabei, die Lernregie prüft im Sinne der Selbststeuerung passend zum Kontext mit entsprechenden Haltung, wann in welche Methode passend ist.
Ich habe auch mal ein bisschen geschaut, was denn die Film- und Theaterregisseure sagen. Und da gibt es ein Lehrbuch zu. Und es macht auch mal deutlich, Lernregie ist nicht trivial. Also jetzt in dem Fall die maskuline Form in einem Lehrbuch, in dem Lehrbuch der Film- und Fernsehregisseure. Vater, Mutter, Priester, Psychologe, Freund, Autor, Schauspieler, Fotograf, Kostümbildner, Elektrofachmann, Musiker, grafischer Künstler. Ja, alles das dabei zu haben und alles das im Blick zu haben, bestmöglich sogar zu können. Also auch schauspielerisch kompetent zu sein, Drehbücher schreiben zu können, das ist nicht trivial, wie gesagt. Und ich überspitze noch ein bisschen. Ich möchte sogar behaupten, dass Lernregie in Organisationen, unter welchem Titel auch immer, eine Kunst ist. Also eine Kunst, das ist das Gesamtkunstwerk am Ende. Also wenn wir uns mal so in die Augen schauen, ganz ehrlich, wie viele Projekte, Initiativen, Maßnahmen werden denn wirklich danach so beendet, wie wir es uns vorgenommen haben? Also es ist ein Stück weit ein Kunstwerk, unter all den Begrifflichkeiten, wie gerade eben, das so zu inszenieren, dass es ökonomisch, ökologisch beides zum Vorhaben gepasst hat. Kulturpassung, Bühnenpassung, dass das Beste der Menschen jeweils herausgekitzelt wird, also dass ich die Protagonisten so fördere, dass die Besten auch wirklich zusammenspielen im Sinne des Stücks. Also es ist ein Kunstwerk. Und auch ein bisschen vermessen, ich hoffe, ihr könnt es gut nehmen, ich glaube, ich werde auch mehr, und ich hoffe, ihr überträgt das auf euch, ich werde eher gebucht aufgrund meines Stils, meiner künstlerischen Handstrichs, als aufgrund meiner Kompetenzen. Also hoffentlich habe ich die Kompetenzen dabei, aber ich möchte behaupten, mein Stil ist eher der Faktor, warum man mich bucht oder auch nicht bucht. Und hoffe auch für euch, dass ihr für euch erkennt, so, ich habe einen Stil, ich habe einen künstlerischen Anstrich, das ist mein Style und damit werde ich gebucht und nicht, weil ich Zertifikat 1, 2, 3 habe. Nochmal die Brücke Lernregisseure als Kulturgestalter. Wie vorhin in den Hypothesen am Anfang, Kultur lässt sich nicht steuern. Kultur lässt sich nur über Kultur initiieren. Und ich glaube jetzt mit dem, was ich gerade mal gesagt habe, mit welchen Rollen man als Lernregisseur unterwegs sein kann, mit welchen Wirkungen ich unterwegs sein kann, dass ich sehr wohl kulturgestaltend bin in Organisationen. Weil am Ende sind es nicht Organisationen, die lernen. Organisationsentwicklung, Projektentwicklung, Abteilungsentwicklungsmaßnahmen, es sind nicht die Organisationen, die lernen, es sind die Menschen, die lernen. Mit der kleinsten Einheit eben die Lernbeziehungen. Und dort gute Mandate zu verteilen, und das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung, als Lernregisseur, Lernregisseurin, ein gutes Mandat zu kriegen. Als Lernregisseur. Nicht explizit als Titel, aber das deutlich wird in all den crossfunktionalen, eben nicht statischen Teams, konstruktionalen Projekten, Initiativen, jemanden zu haben, der sich darum kümmert, dass man auch miteinander lernt. Und jetzt, ihr kennt sie bestimmt, die 10 OE-Prinzipien, das ist ein kleiner Extrakt, der mir als Regisseur hilfreich ist, als Lern- oder Regieprinzipien, Regieprinzipien eben zur Gestaltung von Lernkultur, dass diese neuen Routinen, Rituale etabliert werden müssen, in Veränderungsphasen, in allen Lernphasen, dass die Reifegrade der Akteure der tragenden Organisationseinheiten berücksichtigt werden müssen. Also sind die Leute fit dafür und ist das System auch fit dafür, beides. Also in beide Richtungen zu gucken. Bühnentauglichkeit und Multiplikation sichern. Also ist das Stück denn überhaupt passend auch für die Bühne, die dort bereitsteht? Und wenn es bereit ist, das Stück auf dieser Bühne inszeniert zu werden, haben wir da Multiplikationseffekte, dass es auch weiter durchs Haus getragen werden kann. Ressourcenschonendes Vorgehen hatte ich vorhin schon mal erwähnt, mit ist es denn ökologisch, ökonomisch sinnvoll, ein Stück so zu inszenieren? Habt ihr bestimmt auch Fantasien zu, wie manchmal auch Dinge aufgebauscht und groß gerechnet werden, also da gut zu prüfen, was sind das richtige Maß? Und natürlich so als ein Prinzip, Kulturprinzipien in allen Lerneinheiten sichern. Ich schicke nochmal ein kleines Handbuch raus. Ich probiere es mal, ob es hilfreich ist. Auch wenn auch hier das eine oder andere vielleicht eine Wiederholung, vielleicht auch bekannt ist, dass die miteinander Verantwortung teilen, miteinander lernen müssen. Und dazu gehört auch der Lernregisseur. Also wenn ich, das heißt ja, als bestmögliches der Lernregisseur interner, aber nicht innerhalb der Verantwortungsgemeinschaft. Also intern der Organisation, aber nicht Teil der Verantwortungsgemeinschaft,
vielleicht ist es auch ein externer, meistens bin ich dann extern, dass ich auch Teil des Lernprozesses werde. Also wir müssen auch gemeinsam miteinander lernen. Auch das mal finde ich einen sehr wichtigen Aspekt dabei. Besser im Kulturraum lernen, für den gelernt werden soll. Offsites, 2 Tage irgendwo im Grün, herrlich, wunderbar, da werden tolle Impulse gesetzt, das ist auch wichtig. Aber bestmöglich lernen im Berufsalltag und in der Rolle, also Funktion müsste ich jetzt sagen, in der Funktion, in der du auch tätig bist. Also dass du in der Funktion im Arbeitsalltag lernst mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Also lernen für die Rolle und auch für die Systemwirklichkeit. Vorhin schon mal angesprochen, PE, OE im Verbund. Da bin ich ganz großer Überzeugung, das kann nicht gehen. Man erlebt es mal wieder, dass auch PE, OE gerne getrennt wird. Also getrennt gerne von mir aus mit Prägnanz, aber eben nicht mit Trennschärfe, dass da wirklich Hand in Hand zusammengearbeitet wird. Es braucht ein kritisches Maß an kulturbildenden Maßnahmen. Also es muss, damit Kultur entwickelt wird, muss auch ein entsprechendes Maß in die Organisation getragen werden, damit es überhaupt einen Impact hat. Und dann muss es bestmöglich tagtäglich praktiziert werden. Also weg eben von einmaligen Events und Institutionen hin zu mehrmals regelmäßig täglich. Und diese koordinierte Art und Weise, da kommen wir wieder zu dem Thema Lernregie, hat da jemand im Blick, wer denn was, wo, wie lernt und wie passt das alles zusammen? Ein etwas verklärter Blick von mir, ich versuche jetzt so die Brücke zu schlagen von Lernkultur, meinem Verständnis von Lernregie und was hat es auch in Zukunft zu suchen. Ein verklärter Blick, weil ich als Lernregisseur spreche und jeder von uns liest darüber, jeder von uns kriegt das mit, da wird was passieren. Und als Lernregisseur könnte ich auch sagen, das wird rosig, das wird toll und es wird gar nicht so viel passieren. Und hoffentlich löst es ein bisschen Widerstand aus, wenn wir jetzt so auf diesen Arbeitsmarkt gucken, die Arbeitswelt da draußen, da wird was passieren. Aber in der Lernregie, behaupte ich, bin ich so gut ausgestattet. Und bevor ich den Blick nach vorne mache, auch gerne mal zurückschauend. Wir haben so viele Umbrüche der Arbeitswelten durchlebt. Letzte große war Industrialisierungszeit, die Dampfmaschine. Die Welt war damals VUCA im Selbsterleben der Menschen. Die war sowas von VUCA. Also VUCA ist nicht neu, wenn man so möchte. Und ja, es werden, da gibt es ja ganz fiese, große Zahlen auch, was an Arbeitsplätzen wegfällt. Neue kommen hinzu, Menschen müssen lernen und jetzt braucht es eben uns, aber ich glaube wir, sofern ihr euch identifizieren könnt damit, wir sind Profis in Veränderung und wir brauchen nicht viel Neues. Also seit der Industrialisierungszeit gibt es den Begriff der Supervision, da ging es eher darum zu supervidieren, wird die Schraube richtig zusammen und passen die Arbeitsprozesse, aber wir haben jetzt die letzten 100, 150 Jahre so viel an arbeitspsychologischen Handwerkszeug dabei, verstehen mehr über Gruppendynamiken, vieles davon bei uns im Campus verfügbar und trotzdem braucht es natürlich, wie vorhin schon mal gesagt, weitaus mehr darüber, dass sich für uns, glaube ich, nicht viel verändern wird. Rosig, weil ich glaube, es wird neue Sensibilität geben für Lernregie, für Menschen, die sich darum kümmern. Und es wird Veränderungen geben. Und doch, jetzt eben braucht es, glaube ich, und ich hoffe, dass die Organisationsverantwortlichen da gut drauf gucken, dass es gut gesteuert wird, dass es nicht zu viel Freiflug geben wird, dass Leute kapitalistischen Fantasien weiterhin hinterherrennen mit neuen Möglichkeiten, sondern dass wir eben mit Blick auf unseren Planeten, auf die Menschheit, auf den Menschen, dass ein gutes Maß, also dass das Lernen, die Entwicklung, die da stattfinden wird, in gutem Maß gesteuert funktioniert, vom Menschen her denkend. Und ich glaube, da haben wir, also da bin ich Überzeugung, haben wir einen ganz großen Impact darauf, mit der Hoffnung, dass es gesehen wird, dass wir die Mandate bekommen dafür. Und dass in welcher Funktion auch immer ihr unterwegs seid, die Lernregiekompetenz immer wieder hochhalten, um zu gucken, wie lernen wir denn, ist es ethisch vertretbar, passt es zu mir, passt es zur Organisation. Jo. So eine Essenz bis hier mal, die ich jetzt gerade schon fast mal für mich gefunden habe, von ja, da verändert sich was, das wird groß werden zugleich, aber ich glaube, im Sinne von, dass Veränderung nicht neu ist, wird sich nicht viel verändern, es wird schneller gehen, es wird vielleicht ein bisschen größer werden, aber ausgestattet sind wir sehr wohl und sehr gut. Wir sind Kulturbildende, wir haben einen sehr großen Impact auf die Kultur und ich glaube, die Kultur ist auch das, was jetzt diese Veränderung steuern wird, Einfluss haben wird, als sehr maßgeblich. Also wir sind auf dem richtigen Weg, möchte ich behaupten, mit dem, was wir dabei haben.
Ich habe noch eine letzte Folie gleich dabei, aber dachte, ich schicke euch mal einen Austausch. Ich hoffe, es war nicht zu pumpernickelig, also nicht zu dickes Brot zum Kauen, zum drüber nachdenken. Vielleicht löst es doch schon den Hunger aus für die nächste Abendveranstaltung nachher. Aber nutzt doch kurz mit der Hypothese und der Frage, die ich am Anfang reingegeben habe, mal 5 Minuten, 4,5 Minuten, steckt mal die Köpfe zusammen, so wie ihr sitzt, und prüft mal, kann man die Hypothese dort widerlegen, nehme ich sie so an und habe ich davon was auch in mir entdeckt. Kurz mal Mini-Konferenz, ich habe noch eine letzte Folie zum Abschluss gleich. Jetzt hatte ich zwar gerade angekündigt, dass ich noch eine letzte Folie habe. Ich war auch vorbereitet, um was zur letzten Folie zu sagen. Aber mir fällt selber auf, dass ich im Sprechen vorhin schon alles gesagt habe, was ich eigentlich noch nachher sagen wollte. Also es ist schon alles raus. Deswegen lass mich nur kurz mal das zeigen. Und ich glaube, Thorsten, nee, bleibt gerne hier. Bitte bleibt hier, genau. Ich glaube, das war mal McKinsey aufgegriffen. McKinsey hat ja noch gerade zur Zeit diesen großen Slogan von, wer nicht rechtzeitig in Lernen investiert, verliert. Ich habe es mal umgemünzt auf, wer nicht rechtzeitig in Lernregie investiert, verliert. Ja, und es sind für mich ganz klar strategische Zukunftsfaktoren. Und es zeigt sich auch in fast allen oder in vielen Unternehmensstrategien, wenn man so reinschaut. Das war nochmal so der kleine Abschluss. Mich interessiert aber viel mehr, was jetzt gerade in dieser angeregten Diskussion nochmal rauskam. Lass mal so ein paar Gedanken aufgreifen, ein paar Ideen. Ja. Okay. Also die Laura hat. Ich habe zwei Mikros, möchte jemand das zweite nehmen, auf der anderen Seite. Vielleicht mal ohne. Wie viel Lernregisseure kann eine Organisation vertragen? Gibt es dann einen? Gibt es pro 100 einen? Relevante Frage, die es mitzunehmen gilt. Also lass mich auf einer anderen Ebene beantworten. Ich glaube, jetzt pro Team, jetzt gucke ich mal Richtung Scrum. Kennt der eine oder die andere? Da ist ja in jedem Team ist eine Scrum Masterin, Scrum Master verortet. Aber ich bin da kritisch, weil die Person ja wiederum Teil des Teams ist. Und wenn wir uns auf die Neutralitäten nochmal besinnen, ist es schwer, neutral oder von außen drauf zu gucken. Also deswegen, glaube ich, abhängig von der Größe der Organisation. Und ich finde, bestmöglich sind sie intern. Aber selten bisher leisten es sich Menschen, Organisationen, solche Menschen intern zu haben. Ja. Aber das ist keine fertige Antwort. Ja, vielleicht ist es ja auch keine eigene Rolle, sondern es ist mehr ein Teil eines Rollenbündels. So, ja, vielleicht ist es auch eine Frage, die man sich immer mal wieder stellt. Genau. Und vielleicht kann man es einfach als einen Teil seines professionellen Selbstverständnisses, seines professionellen Tuns integrieren. Mhm. Und davon gibt es, glaube ich, schon einige, die das auch so leben. Ja. Ob mit diesem Begriff oder ohne. Ja. Jetzt war Markus. Was mich immer umtreibt, ist dieses, die Intel, da sind wir zum Glück gut ausgerüstet, dass es bei uns solche Rollen gibt, und die Einladung an die Externen. Und wenn ich deinen Blick, finde ich immer spannend, wie würdest du sagen, wo erlebst du gute Zusammenarbeit in Lernregie, mit intern, extern, und wo würdest du sagen, auch, oh, das ist auch gefährlich, passt auf Interne oder passt auf Externe? Ich glaube, was gelingend ist, also jetzt eben nicht pass auf, sondern Achtung, bitte tu es so, langfristige Zusammenarbeit und gut prüfen, dass wir miteinander auch lernen. Also das wäre so ein gelingender Faktor. Achtung, Externe, passt auf, seid mutig, Nein zu sagen. Theatermetapher, passende Inszenierung zu mir, entspricht das meinem Wertekonstrukt. Also ich glaube, das wäre so ein, ich prüfe für mich gut. Also erste Gedanken. Interne, passt auf mit, seid nicht zu stark in der eigenen Lernregierolle, wenn ihr selbst beteiligte Betroffene seid. Weil die eigenen Dynamiken, du bist ja selber auch in der Führungsrolle, da hast du ja eigene Dynamik mit dem Team. Und ich glaube, das kriegst du selber, auch wenn du es selber beobachten kannst, aber du hast ja du bist ja Projektionsfläche, kriegst du schwer aufgelöst. Ja, also da eher Achtung, du selbst in Verantwortung und dann noch in die Lernregierolle reinzugehen. Ja. Ich glaube, das kann auch schwierig werden. Ich glaube, das wäre auch mein Gedanke gewesen, der Klassiker, in welche Verantwortung geht man rein, welche nicht als Externe übernimmt man Verantwortung, die eigentlich in der Organisation selbst
übernommen werden müsste. Das haben wir ja als Berater, Beraterin immer, aber das ist hier für das Thema natürlich genauso das Thema. Ist das eigentlich nicht eine Verantwortung, die von den Internen übernommen werden muss? Und noch ein Gedanke, diese vier Neutralitäten. Ich glaube, die Kunst ist es eben, alles auch gerne hochzufahren, aber wieder gut zu wissen, wann ich wieder rausfahre. Ja. Also nicht zu viel mit den Neutralitäten spielen, dass ich zu stark rein in die Verantwortung gehe und sie nicht wieder loslasse. Ja. Okay, dann war noch... Ja, gerne. Ja. Ich glaube, das passt ganz gut dazu, zu diesem Thema Neutralitäten. Du hast vorhin gesagt, dass ich als Lernregisseurin, als Lernregisseur auch immer irgendwie mit reingehe und mit lerne oder mit produziere sozusagen. Kam es vor, dass du gesagt hast oder gemerkt hast, okay, jetzt gibt es eine Rollenkonfusion, jetzt schaffe ich es vielleicht auch nicht mehr irgendwie wieder zurück in den Hintergrund zu gehen? Wenn ja, wie hast du es gelöst? Weil ich mir schon gut vorstellen kann aus meinen bisherigen, ich habe mich noch nie so genannt, aber ich möchte mir den Hut auch irgendwann, glaube ich, ausziehen, ich finde es super. Aber ich habe schon miterlebt, dass wenn ich als Moderatorin oder als Begleiterin mit reingehe, dass das irgendwann auch ein bisschen chaotisch werden konnte und diese Rollenthematik nicht mehr klar war, welchen Hut hast du wann auf? Also wenn du mich persönlich fragst, mir passiert das selten und ich erinnere mich jetzt spontan nicht, weil ich bin eher der Zurückhaltende und in dem Spannungsfeld Mut, Demut, eher demütig und eher lange zurückhaltend, bevor ich reingehe. Also mir würde es eher nicht passieren, zu viel zu übernehmen, sondern andersrum, mir passiert es eher, dass ich zu wenig Verantwortung übernehme vielleicht. Also dass man sich manchmal mehr wünscht oder pack mal mehr an und geh mal mehr rein. Mhm. Genau, das wäre so meine Art, das Pferd aufzusatteln. Einmal da. Ja. Danke. Mich ist eine Frage, aber du hast eben auch gesagt, worum ging es in den Diskussionen? Das war jetzt gerade im Kleinen gesprochen. Wir haben so ein bisschen eher mit Blick auf eine Gesamtorganisation die Frage, die Gegenpole auch diskutiert, die du ja auch aufgezeichnet hast, so das Thema Freiheit versus Rahmen. Und kam dazu, dass teilweise erst so der Gedanke, Rahmen zu geben, Lernregie zu betreiben, ein Stück weit Reaktanz auslöst, weil wir ganz stark dahin arbeiten, zu versuchen, Menschen dazu zu bringen in der Organisation, dass sie selbstgesteuert, eigenverantwortlich lernen und ein Stück weit sich so angefühlt hat, als würde man das wegnehmen. Also ich finde, die Herausforderung ist echt einfach auf diesem, das ist ja im Grunde ein Kontinuum, ne? Und der richtige Punkt ist weder an der ganz einen Seite noch auf der ganz anderen Seite, auf diesem Kontinuum den richtigen Punkt zu finden. Wie viel gebe ich rein, wie viel steuere ich und wie viel Freiheit lasse ich, um tatsächlich genau eben Effekte der Gruppe, Effekte der einzelnen Menschen, der Eigenverantwortung irgendwie aufkommen zu lassen und nicht dem Weg zu stehen oder zu übersteuern. Und ich finde, das ist super herausfordernd. Das ist keine Frage. Nee, gerne. Also lasst uns auch gerne teilhaben, genau, was eben diskutiert wurde in den kleinen Gruppen, aber bin ich total bei dir. Und deswegen auch dann nicht mit zu viel fertigen Antworten reinzugehen und genau das ist der Rahmen, sondern anhand der Theatermetapher zu prüfen, wie wird es denn bisher gespielt? Ja, danke. Rudolf, ja. Ja. So wie du die Rolle des Regisseurs beschrieben hast, es ist ja eine extrem machtvolle Rolle. Und bei Macht denke ich immer in Checks and Balances. Und die Frage, eine Frage deshalb für mich ist, wo sind denn gegenüber dieser machtvollen Rolle eines Regisseurs die Checks and Balances eingebaut? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, wir bewegen uns im Jahr 0,5 nach ChatGPT und bin der festen Überzeugung, dass sich Lernen mit ChatGPT dramatisch ändern wird. Ich bin mir deshalb nicht so sicher, ob wir schon die richtigen Kompetenzen haben für den Lernregisseur der Zukunft. Damit teile ich deine Zuversicht nicht, bevor wir es nicht ausprobiert haben. Und bislang hat es keiner von uns richtig ausprobiert. Ich fange mit dem zweiten an. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, dass wir in einem Empathieberuf sind und auch wenn ChatGPT vieles können wird, und es gibt schon viele Computer, die eingebaute Algorithmen haben, die genau erkennen, welche Skills du hast und welche Skills man bei dir verbessern könnte. Das können die besser als wir vielleicht sogar schon, so als Assessment-Tool. Ich glaube nicht, dass es gebucht wird. Also das heißt, dass ich sehe unsere Zukunft rosig, auch wenn die KI das kann, auch jetzt schon teilweise kann. Die sind zum Beispiel die besseren Erzieher im Kindergarten, auch jetzt schon, die Computer. Bald werden sie auch aussehen wie wir. Würde ich mein Kind niemals zu so einem Ding stecken und ich möchte von dir so einen Witz haben, ich möchte deine Lebensgeschichte hören, ich möchte deinen Charme spüren und das, glaube ich, wird ChatGPT zumindest in unserem Leben, so viel glaube ich zu wissen, was ich so verstehe, aber eben deswegen, ohne es weiter auszuführen, ich glaube,
selbst wenn es das kann und es wird es bald können, wird nicht gebucht werden, zumindest nur in Teilen. Und deswegen ist es gut, die Kompetenz, Empathie, ja, leuchtenden Augen, das dabei zu haben. Ich glaube, da gibt es mehr und ich glaube, wir Menschen spüren sehr wohl. Ich weiß. Leute, die schon mit menschlichen Therapeuten gearbeitet haben und mit dem Avatar gesagt haben, mit dem Avatar war es besser. Wir treffen uns nachher nochmal. Das könnte ein. Wer da Lust hat, auch einzutauchen, Brecht, der schreibt da ganz schön drüber und der ist auch vehementer Verfechter. Ja, es wird viel können, aber der Gros wird sich für den Menschen entscheiden. Ja. Das sind Hypothesen, das ist Prophetik, wissen wir nicht. Erste Frage war Macht. Regulation. Ja. Und ich als Regisseur sichere mich natürlich ab mit dem Intendanten. Also ich bin ja nicht, ich würde mich nicht ganz so mächtig sehen. Oder, ne? Es gibt immer noch den Intendanten des Hauses. Es gibt immer noch ein Publikum und das sind für mich eben die Regulatoren. Wer schaut denn dazu, für wen mache ich das Stück? Protagonisten spielen das Stück am Ende, aber ich bin mitverantwortlich, aber der Intendant muss nachher dahinter stehen und deswegen, also die Absicherung über Intendanz muss stattfinden. Mhm. Und ja, also natürlich, wenn ich legitimiert werde, Macht hat ja mit Legitimation zu tun und Autorisierung. Also wenn ihr mich legitimiert, bei dem Stück mitzuspielen, habe ich auch eine Absicherung über Legitimierung, Autorisierung dran, über Transparenz. Ja. Okay. Dann haben wir Falk, gerne. Ich würde ganz gerne an einer Stelle einhaken, und zwar bei dem Lernbegriff. Du hast auch gesagt, lernen, um leistungsfähig zu sein oder zu werden. Ja, das findet am Arbeitsplatz statt, nah dran an den Prozessen, die da sind. Es gibt aber auch Bildungsprozesse, die zunächst nicht verzweckt sind und darauf abzielen, einen Menschen so zu formen, zu entwickeln, zu bilden, dass er in seiner Selbstwirksamkeit stärker da ist. Und der Bildungsbegriff hat mir ein bisschen gefehlt, weil sozusagen, ich glaube, der Begriff auf Lernen, da würde ich Vorrede recht geben, Lernen wird man vermutlich über ChatGPT organisieren können. Aber Bildungsprozesse, die zunächst nicht unmittelbar verzweckt sind, sondern auf Systemlernen abzielen, auf Systementwicklung abzielen. Ich glaube, diesen Bildungsbegriff würde ich ganz gerne noch eintragen und dazufügen. Mhm. Danke. Angenommen, integriert. Ja. Olaf, Lernen hat ja auch was mit Motivation zu tun. Also wenn ich nicht will, dann lerne ich auch nicht. Und wenn du jetzt Lernregisseur bist, wie motivierst du? Das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich mir vorstellen kann, dass du dich da ja nicht hinsetzt und den Auftrag hast von den anderen, wir wollen lernen, sondern das läuft ja auch so ein bisschen unbewusst. Ich verknüpfe es nochmal mit der künstlichen Intelligenz und ich glaube, da lässt es sich ja schwer verallgemeinern und deswegen sehe ich mich, ich hoffe ihr auch, als gut ausgebildete Menschenkenner, Beziehungsgestalter, weil Motivation und was auch Intrinsisches ist. Es gibt eine externe Motivation, extrinsische, da gibt es eine Strategie und einen Purpose, den müssen wir folgen. Aber die intrinsische zu erkennen, ist ja was Hochindividuelles und deswegen bin ich auch Profi in meinem Fach, in dem ich Menschen lesen kann, verstehen kann. Und da wäre jetzt die Frage, ab wann kann das auch so eine Maschine zu erkennen, den motiviere ich eher so und sie dann eher so. Also über Menschenkenntnis, psychologische Grundmodelle, tiefergehendes Verständnis. Ja. Okay. Ah, Patrick. Der Luther stand gerade neben mir, habe ich gedacht. Da hatte ich doch mal was. Also mal was ganz anderes, was ich so für mich mitgenommen habe, das war vor allem noch dieses Thema der ein kritisches Maß an kulturbildenden Maßnahmen. Also das finde ich total wichtig, das mitzudenken und werde ich als Gedankenanstoß auf jeden Fall für unseren Prozess auch nochmal mit reinnehmen, dass es halt eben nicht nur darum geht, ich sag mal, Wissen zu vermitteln oder, weiß ich nicht, Prozesse, weiß nicht was zu machen, sondern wirklich auch zu überlegen, welche Art von Aktivitäten, Veranstaltungen macht man, um das nochmal irgendwie zu vertiefen und vielleicht auch nochmal neue Impulse zu geben und dass das auch ein wesentlicher Bestandteil ist in diesem ganzen System. Also das, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Und da denke ich auch, dass da, um jetzt wieder ChatGPT mit reinzunehmen, da nichts machen kann. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt. Olaf, vielen, vielen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus